Smart Contracts. Ab und zu bist du schon einmal über dieses Wort im Internet gestolpert. Meistens hast du drüber gelesen und ab und zu hast du dir gedacht, okay, was ist das überhaupt, ein Smart Contract? Du hast dir gedacht, es hat irgendwas mit Blockchain zu tun, es hat irgendwas mit dem Internet zu tun, es hat irgendwas mit Bitcoin zu tun, aber was ist es genau? Keine Sorge, wir werden uns hier den Smart Contract nicht im technischen Detail anschauen, dafür gibt es genügend andere Videos. Sondern wir werden versuchen, den Smart Contract so einfach wie möglich zu erklären. Wir werden die ganzen technischen Sachen einfach weglassen und uns stattdessen anschauen, wie Smart Contracts praktisch funktionieren. Also, los geht's. Was sind Smart Contracts und warum sind Smart Contracts so wichtig? Um Smart Contracts zu verstehen, musst du zuerst verstehen, was überhaupt ein Contract, also ein Vertrag ist. Wenn wir an Verträge denken, dann denken wir daran, wie irgendwelche Businessleute irgendwelche 1000 Seiten durchlesen und dann unterschreiben. Aber im Prinzip ist ein Vertrag nichts anderes wie eine Abmachung. Wenn du mit deinem Freund ausmachst, morgen treffen wir uns um 12 Uhr an diesem und jenem Ort, dann ist das eine Abmachung und schon so ähnlich wie ein Vertrag. Dann gibt es natürlich Kaufverträge. Bei Kaufverträgen ist es so, dass die eine Seite Geld hergibt, die andere Seite ein Gut oder eine Dienstleistung. Wenn du zu deinem Freund sagst, ich habe hier dieses Skateboard und möchte es verkaufen und sagst, ich hätte gerne 20 Euro dafür und der Freund sagt, ja, ich kaufe es dir ab, dann ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Wenn er den Vertrag erfüllt, dann gibst du dein Skateboard her und dein Freund gibt dir die 20 Euro. Der Vertrag ist erfüllt, die Abmachung wurde eingehalten. Ein spezieller Fall ist der Arbeitsvertrag. Du verpflichtest dich, eine Leistung deinem Arbeitgeber zu geben. Er verpflichtet, dir dein Gehalt oder deinen Lohn zu zahlen. Ein anderer Fall wäre noch eine Wette. Also ein Vertrag, der sich auf ein zukünftiges Ereignis bezieht. Du könntest zu deinem Freund sagen, wetten, dass es morgen nicht über 20 Grad Celsius bekommt den ganzen Tag über. Dein Freund könnte sagen, da wette ich dagegen, ich glaube es wird wärmer als 20 Grad. Wir wetten um 20 Euro. Am nächsten Tag schauen wir, wie hoch ist die Temperatur. Aha, es hat weniger als 20 Grad, du hast die Wette gewonnen und dein Freund gibt dir die 20 Euro. Die Wette ist erfüllt. Das heißt, grob gesagt, geben Verträge oft Rechte und Pflichten. In einem Arbeitsvertrag hast du die Pflicht, deine Arbeit zu erfüllen, aber das Recht, ein Gehalt oder einen Lohn dafür zu bekommen. Bei einer Wette, wenn du die Wette verlierst, hast du die Pflicht, den Wetteinsatz zu zahlen. Wenn du dir mit deinem Freund ausmachst, dass ihr euch morgen um 12 Uhr trefft und du kommst nicht, dann hast du die Abmachung auch nicht eingehalten. Ein Vertrag regelt, was auch passiert, wenn solche Abmachungen nicht eingehalten werden. Das heißt, mit irgendwelchen Vertragsstrafen. Ihr könntet euch ausmachen, wir treffen uns morgen um 12 Uhr und wenn ich nicht komme, dann schulde ich dir 20 Euro. Wenn Verträge und Abmachungen eingehalten werden, dann ist das ja nicht das Problem. Verträge, die eingehalten werden, sind super, für beide Seiten vorteilhaft. Problematisch wird es, wenn eine der beiden Seiten sagt, ich will das nicht einhalten. Du verlierst deine Wette und sagst, ich zahle das nicht. Du sagst, es hatte 19,9999 Grad und nicht 20 Grad bei der Wette und deswegen möchtest du die Wette nicht bezahlen. Also wenn es zu Streits kommt, dann wird es brenzlig bei Verträgen. Deswegen sind so viele Verträge schriftlich. Wenn du es schriftlich festhältst, dann ist es oft besser beweisbar, wer hat was ausgemacht. Bevor Menschen so gut schreiben konnten, verwendeten sie zum Beispiel Tally-Sticks oder auch auf Deutsch Kerbhölzer. Das Kerbholz ist eine sehr alte Art, wie Menschen früher Kreditverträge festgehalten haben. Du hast ein Holz gehabt, hast darauf die Vertragsbedingungen geschrieben und den Betrag, den du schuldest, hast das Kerbholz dann geteilt und dadurch, dass jedes Mal, wenn du das geteilt hast, es einen eindeutigen Bruch gab, eine eindeutige Linie durch dieses Kerbholz, wenn du beide Stücke zusammengebracht hast, war klar, okay, das Kerbholz gehört zusammen. Das war auch eine Möglichkeit, um unfälschbare Verträge herzustellen. Das heißt, wir sehen schon, bei Abmachungen, das Problem ist nicht, wenn sie eingehalten werden, sondern das Problem ist, wenn sie nicht eingehalten werden. Dann wird es brenzlig, dann musst du beweisen können, dass die Abmachung überhaupt stattgefunden hat, dann musst du beweisen können, was überhaupt in der Abmachung drin war und dann musst du den anderen notwendigerweise vielleicht auch dazu zwingen können, dass er sich trotzdem an diese Abmachung hält.
Der Vertrag ist ungeheuer wichtig in unserer Wirtschaftswelt. Stell dir mal vor, wir hätten keine Abmachungen. Wie könnten wir sonst miteinander zusammenarbeiten? Jetzt wirst du sagen, schön und gut, ich verstehe, was ein Vertrag ist. Aber was ist jetzt ein Smart Contract? Bei einem Smart Contract musst du dir vorstellen, ist es wie wenn Robocop und Judge Dredd eine Maschine wären. Ich wusste, dass er das sagen würde. In einem vorigen Video habe ich schon erklärt, was überhaupt die Blockchain ist. Und der Vorteil der Blockchain ist ja, dass Dinge dort festgehalten werden können. Das heißt, die Blockchain ist unveränderbar. Deswegen eignet sich die Blockchain jetzt, um Verträge dort zu notieren. Beide Seiten, wenn sie einen Vertrag eingehen, wollen ja, dass er eingehalten wird, wollen, dass genau das festgehalten wird. Das heißt, um das zu notieren, kannst du eine Blockchain jetzt verwenden, weil sie ist unveränderbar. Der zweite wichtige Punkt ist, du kannst auf die Blockchain dann zum Beispiel spezielle Regeln einprogrammieren, also Wenn-Dann-Beziehungen. Das heißt, das Programm, das über die Blockchain läuft, wenn es mit dieser Wenn-Dann-Beziehung programmiert ist, dann, wenn das passiert, dann macht das Programm das und das. Zum Beispiel kannst du ein Bitcoin auf der Blockchain reservieren. Das heißt, ihr geht eine Wette ein und die Wette heißt, wenn das und das passiert, dann kriegt der eine ein Bitcoin. Wenn das und das nicht passiert, kriegt der andere das Bitcoin. Das heißt, der Wetteinsatz, das Bitcoin, kann reserviert werden. Du brauchst nicht einen Schiedsrichter, dem du zum Beispiel das Bitcoin im Vorhinein gibst, sondern du kannst es einfach elektronisch schon vormerken. Bedeutet, du brauchst eigentlich keinen Richter mehr. Du brauchst keinen Judge. Die Maschine, das Programm ist der Richter. Wir haben auf Verstärkung gewartet. Sie ist da. Wenn die Maschine sehen kann, das tritt ein, bekommt der eine das Geld. Wenn die Maschine sehen kann, dass andere passiert, dann bekommt der andere das Geld. Das heißt, ein automatischer Richter, wenn man so will, ein Judge. Aber eben verbunden mit Robocop, also mit einem Roboter, mit einer Maschine. Das macht Smart Contracts so unglaublich spannend, dass du keinen Richter mehr brauchst, dass du niemanden mehr brauchst, der kommt und das Geld von jemandem einfordert oder holt. Du brauchst keinen Exekutor mehr, sondern das wird alles automatisch vom Programm übernommen. Ein großer Vorteil ist immer, wenn du Mittelmänner ausschalten kannst. Das heißt, wenn du keinen Zeugen mehr brauchst, wenn du keinen Richter mehr brauchst, wenn du keinen Exekutor mehr brauchst, dann hast du diese Mittelmänner ausgeschalten und dadurch wird die Vertragsgestaltung für beide Seiten günstiger. Das ist der große Vorteil von Smart Contracts. Das heißt, wenn Menschen an die Blockchain denken, wenn Menschen an Bitcoin und andere Coins denken, denken sie immer nur an die reine Währungsspekulation. Was sie aber nicht sehen, ist diese unglaubliche Chance, die sich auf einmal durch Smart Contracts auftut. Als Beispiel für Tokens oder für Systeme, die solche Smart Contracts ermöglichen, gibt es Ethereum oder zum Beispiel Cardano. Beide haben Coins. Also du kannst Ethereum kaufen, du kannst auch Cardano, also ADA Coin kaufen, aber das dient nur dazu, damit das System erhalten bleibt, damit die zugrunde liegenden Systeme sicher bleiben, damit sie geschützt bleiben und dass du darauf aufbauend Smart Contracts erfüllen kannst. Und das ist etwas, was oft übersehen wird bei dieser ganzen Blockchain-Revolution. Es wird übersehen, dass es nicht nur um Spekulation geht, sondern nein, eine der Kernstücke unseres derzeitigen Wirtschaftslebens, die Verträge, die Abmachungen, dass wir uns gegenseitig Rechte und Pflichten zugestehen können. Das ist ungeheuer wichtig und das wird auf einmal digitalisiert, das wird auf einmal durch die Maschine exekutierbar gemacht, das wird auf einmal durch den Code versichert und sicherer gemacht. Was wir zusätzlich nicht vergessen dürfen ist, dass diese Technologie erst in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, wir sehen jetzt schon die ersten Anwendungen. Wir sehen, dass Menschen Unternehmen aufbauen auf Smart Contracts. Aber wie gesagt, das sind die Kinderschuhe, das sind die Beginne. Wir werden sehen, wo das in weiterer Folge hingeht. Vielleicht werden wir in Zukunft keine Notare mehr brauchen. Vielleicht werden wir überhaupt kein Gerichtswesen in dem Sinn mehr brauchen, zumindest für Wirtschaftsangelegenheiten. Die Smart Contracts durch ihre Programmierbarkeit, durch diese Digitalisierung, schafft damit ein enormes Potenzial. Wenn dich in Zukunft jemand fragt, was ist denn ein Smart Contract? Dann denk dran, ein Smart Contract ist eine Mischung aus Robocop und Judge Dredd. Bei Judge Dredd war es ja so, er war Richter und Exekutor in einem. Ich
Ich bin das Gesetz! Und Robocop war eine Maschine. Officer Duffy, have a seat. Das heißt, wir haben hier eine Mischung aus Richter, Exekutor und das aber digitalisiert auf der Blockchain. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie diese neue Technologie in Zukunft noch die Wirtschaftswelt verändern wird, wo die speziellen Anwendungsfälle sein werden. Du weißt jetzt jedenfalls, wofür Smart Contracts einsetzbar sind. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch jetzt mit deinen Freunden. Bis bald!